Und da wird er logischerweise nichts abbauen, weil da ist nur noch Erde. Okay. Hat der beim ersten Mal geschlampt oder was ist da los? Hä? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Sky Opalis 4 zurück auf dem Community Server und endlich raus aus dem Twilight Forest. Wieder zurück in der normalen Welt. Wieder in der Normalität angekommen. Und dort können wir erstmal ganz kurz die Sachen wegpacken hier. Und ich hatte letztens schon gesagt, wir müssten erstmal eine Sache machen. Und zwar brauche ich eine bessere Auflademöglichkeit für meine Rüstung hier. Und da muss logischerweise Pneumatikkraft her. Und ich hatte erst überlegt, die hinten mit auf die Insel zu stellen. Aber jedes Mal zum Aufladen darüber ist auch irgendwie doof. Deswegen werde ich diese Aufladung hier drinnen machen, tatsächlich. Oder? Ja, wir werden hier jetzt den Kompressor reinbauen. Hier drüben. Ja, wir bauen hier drüben den Kompressor ran und dann geben wir dem einfach Saft von unten fertig. Er müsste sogar auch bereits. Den Stromkabel haben wir nicht da, aber wir können jetzt so einfach mit Dings arbeiten. Oder ich stemme es einfach hier mit an. An dem Gerät. Wo wir schon mal hier sind. Ja, wir machen es einfach. Wir klemmen einfach damit an, wo gerade Platz ist und das passt schon. Habe ich denn noch einen Kompressor da? Ich glaube, ich hätte die als Autocrafting gemacht. Ich habe sogar noch einen über. Na krass. Okay. Dann brauchen wir noch die Charging Station. Genau. Und die Upgrades. Da. Volume Upgrade und das Speed Upgrade. Die hatten wir drin. Obwohl, ich glaube, das Speed Upgrade brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Wir könnten die Heatsinks noch einbauen. Heatsinks. Sodass der ein bisschen schneller runterkühlt bei Gelegenheit. Wir gucken erstmal, wie schnell der ist. So, dazu machen wir dann Folgendes. Wir klemmen den einfach hier vorne direkt vor. So. Jetzt pustet er in die falsche Richtung, ne? Er pustet in die falsche Richtung. Okay. Da dran. Und jetzt sollte sich hier der Druck aufbauen, langsam. Hier können die Speed-Up jetzt rein, logischerweise. Und hier auch. Warum kriegst du keinen Strom? Oh, fuck. Interessant. Okay, das zählt auch mal nicht als Stromanschluss hier. Also, da drüben packen, rüberpacken, okay. Jetzt stresst doch mal nicht. Oder ist dann einfach generell beim Aufstellen doof gewesen gerade? Nö. Nö, das war schon so, okay. Weird. Dann los, dann nehmen wir jetzt die Fackel weg und stattdessen dann da einmal den Kompressor hin. Mit der Lüftung nach vorne, logischerweise. Achso, warte mal. Da war. Oh Gott. Ah, Scheiße. Das ist gerade Osten oder Westen?
So, du bekommst vom Westen aus Strom rein, gibst du nach Osten aus ab. Und nach Norden? Norden wäre wahrscheinlich dann die Seite. Nee, das ist die Südseite. Nee. 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 Nö. Okay, jetzt gibt es Strom ab. So, nach oben auf jeden Fall soll Strom raus. Und jetzt ist das Norden. Nee, das war die Südseite. Alles klar. Das ist die Nordseite, dann hier drüben. Und nach hinten raus ist dann... Muss ich wieder gucken, warte mal. Wenn das hier Norden ist, also diese, wo hin... Nee, das ist... Das ist die Nordseite. Nee, das war die Südseite. Warte. Das war die Südseite, so rum. Genau. Das heißt, diese, wo es hin zeigt. Das heißt, in dem Fall, wir zeigen nach Westen, ist das da hinten die Westseite. Und nach oben. Okay. Genau, hier verlieren wir jetzt Strom, weil er jetzt versucht, Strom rauszugeben, was er logischerweise nicht kann. So muss es besser laufen. Oder auch nicht. Egal. Fragen wir nicht. So. Der kann also jetzt hier weiter schön produzieren. Die Temperatur steigt langsam. Die Frage ist nur, wie hoch steigt sie noch? Das Ding ist so... Das Ding ist so OP. Wir sind jetzt schon bei 1,75 Bar. Aber im Moment, der hat noch keine... Noch keine Dings-Upgrades, genauso wie du hier. Das haben wir da ein bisschen mehr Luft drin. Ich meine, letztendlich stört es ja nicht. Ne? Es stört ja letztendlich nicht, dass der nur langsam unterwegs ist. So, der kann bis zu 20 Bar. Und der produziert, glaube ich, bis zu 20 Bar nur, ne? Oder? Upgrades, Speed Upgrade. Wir könnten das Sicherheitsupgrade eventuell reinmachen. Speed Upgrade. Die Frage ist, wie viel Hitze, keine Probleme, Pressure. Produziert er, kann er auch überproduzieren? Wie nehmen wir das Safety-Upgrade rein, sicherheitshalber? Das müsstest du sogar noch da haben. Das Security-Update. Security, da ist es. Wunderbar. Dann merken wir ja, ob er eventuell sich dann zu voll haut oder nicht. So. Auf jeden Fall sollte der jetzt nicht mehr als 20 Bar produzieren, ohne dass halt eben das Security-Upgrade anspringt. Und das soll mir den auch reichen. Und dann kann ich jetzt hier, sobald hier genug Druck drauf ist, aktuell 0,37 Bar, das heißt, es wird noch eine Weile dauern, kann ich in dort meine Sachen reinpacken und die dann auffüllen lassen für mehr Druck und fertig. Die Hitze-Sachen packen wir erstmal noch weg. Brauche ich noch Licht da unten oder passt das? Das passt vom Licht her. Warte mal, da hinten nicht ganz. Dann haben wir noch kurz nochmal ein paar Lampen rein. Nicht, dass uns da irgendwas spawnt hier hinten. Das wäre ja generell doof. So, sind wir safe. Alles klar, perfekt. Gut. Und wir sind bei 0,46 Bar. Es geht eigentlich relativ fix. Und so oft brauchen wir, ziehen wir den Drucker da nicht raus. Okay, nachdem wir das geklärt haben, können wir jetzt langsam mal
wieder gucken, was dann unsere gute Erzverarbeitung hier macht. Leer. Das ist, habe ich jetzt nicht erwartet. Das habe ich jetzt nur so gar nicht erwartet, okay. Ich dachte, da wäre jetzt ein Haufen Blödsinn drin, ne? Aber nö, das ist einfach nur leer. Okay. Was ist jetzt noch an Erzen noch da? Das Silbererz können wir exportieren, Blei exportieren, das Silbererz exportieren, das Kupfererz exportieren. Das Kupfer können wir so rauspacken, das Uran können wir so rauspacken, das Kupfer kann so raus. Ist dasselbe, oder? Das ist ja derselbe Erz. Das zerdrümmeln wir so, das zerdrümmeln wir so. Was haben wir hier? Blei. Bauen wir so raus. Der Rest passt. Im Ernst hat alle Erze verarbeitet, die ich habe. Ich bin überrascht. Dann los. Dann einmal hier. Das Erz geht da raus. Und dann das Erz und das Erz. So, die drei platzieren wir gleich von Hand und zerhacken die einfach nur. Warte mal, die Diamanten eigentlich nicht, aber ist egal. Die werden ja auch verarbeitet, die Diamantenerze. Und das Zeug packen wir einfach so rein. Machen wir anders. Mal so. Das Kupfererz sollte ja dieselbe Kupferslurry herstellen. Sollte dann also genauso weiter verarbeitet werden können. Denke ich mal. Okay. Dann müssen wir gleich mal gucken, was dann mit unserem Miner los ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon fertig ist. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Dass der bereits mit allem abgeschlossen hat. Okay, aber dann machen wir das ganz kurz so. Du darfst wieder rein ins Lager. Und dann die 5 hier, zack. Wir sind für Arbeit sorgen hier. Und wie viele Diamanten habe ich denn jetzt so? Ne, der ist mit Sicherheit noch nicht fertig. Dafür sind da viel zu wenig Diamanten drin. Ne. Verarschen kann ich mir Lene hier, du. Der will noch nicht arbeiten, die Sau, das alles. So, zack. Da kommt Uran raus. Sehr schön, das läuft alles. Das läuft alles schön seinen Yang. Und hier gleich das Uran rein, genau. Perfekt. Und jetzt die Kupfer. Perfekt. Okay, dann sind wir das erst schon mal los. Und jetzt doch wieder zurück in den Twilight Forest. Ich dachte, wir wären da fertig. Mann. Reise da doch. Ja, yeah, nochmal schreckst du mir nicht, Fräulein. Sondern wir mussten, glaube ich, in die Richtung. Genau, das war der Weg in die Erzhöhle. So. Status. Not enough room or storage. Wieso nicht? Er sagt, er hat keinen Platz.
Kein Platz wofür? Was genau will er denn da gerade reinpacken? Not enough room or no usable storage on top or below. Bin gerade verwirrt, was er da oben reinpacken möchte. Schauen wir mal. Gute Nacht. Dass die Energies nicht geladen ist, ist ja kein Problem, weil die will ja trotzdem zumindest auf einer Seite funktionieren. Daran liegt es auf jeden Fall nicht. Uff, jetzt rastet das mal wieder aus. Weil ich es mir auf A3 hier zu teleportieren, nicht? Wieso eigentlich Belose? Kann man da auch was drunter packen? Das ist mir ja neu. Dass man auch Kisten drunter packen kann. Nee, okay. Der will da irgendwas abbauen, was er hier nicht reinlegen kann. Aber du bist doch eine ganz normale Quarry-Card. Was willst du abbauen? Was da nicht reingeht? Ich sehe damals nicht, wo der gerade dran arbeitet. An welchem Block? Ich schalte mal auf Ignorieren einfach. Dann überspringt er die einfach, die er nicht los wird. Das muss irgendwas sein, was er nicht abbauen kann. So. Ja. Arbeitet jetzt weiter? Ja. Jetzt arbeitet er weiter. Irgendein Block unter Tage, den er nicht abbauen konnte. Warum auch immer. Sehr merkwürdig. Hatte ich so noch nicht gehabt bisher. Aktuell baut er gar nichts mehr ab. Wo zum Geier ist denn der da gerade unterwegs? Aktuell baut er gar nichts ab. Der Miner hat gerade ein Ding weg, glaube ich. Das macht logisch was nichts, weil er jetzt ja Erde abbauen soll. Man stellt immer wieder dieses Ding wieder ein. Okay. Er müsste jetzt eigentlich Erde abbauen wollen. Ich glaube, der Miner hat ein Ding einfach weg. Das versuchen wir glatt nochmal. So, Hebel dran, aktiv und los. So. Jetzt bin ich mal gespannt.
Jetzt geht's wieder. Der Miner hatte wohl ein Ding weg. Und hat einfach die Inventare nicht mehr erkannt, die auf ihm drauf lagen. Okay. Könnte eventuell durch einen der Crashes passiert sein. Aber ist schon sehr eigenartig. Okay, jetzt sollte er wieder Es geht erstmal die alten Blöcke durch, wo er bereits war. Und da wird er logischerweise nichts abhauen, weil da ist nur noch Erde. Hat der beim ersten Mal geschlampt oder was ist da los? Hä? In den Blöcken sollte nichts mehr sein, denn da waren die bereits. Die Settings vom Baubereich und so weiter sind ja komplett gleich geblieben. Da hat sich ja nichts verändert. Aber offenbar hat er beim ersten Mal da ein paar Blöcke übersehen. Nun denn. Und warum macht meine... Gut, die ist drüben nicht geladen, ne? Die Erzverbindung ist drüben nicht geladen. Deswegen macht die gerade nichts. Okay, na gut. Aber jetzt haben wir es zumindest. Also ab nach Hause wieder. Und jetzt sollte hier drüben dann die Erzverbindung gleich... Ah, nee. Die Erzverbindung ist nur beschäftigt mit den Ärzten aus dem Lager wahrscheinlich. Da war ja auch noch was zu tun. Von daher passt das. Genau. Wir sind hier gerade mit dem Kupfer noch beschäftigt. Und da ist hier noch ein bisschen anderes Zeug, was dann noch verarbeitet werden möchte. Das ist aber generell kein Problem. Jetzt kann ich mich hier mal ein bisschen um neue Quests kümmern, um neue Aufgaben kümmern. Ja, ich brauche noch mehr Diamanten, das hilft hier nichts. Ich kann hier drüben dann wieder den Dings anschmeißen. Inzwischen sollte er, genau, da ist genug Mana da, also los geht's. Jetzt darf der auch wieder arbeiten hier. Und jetzt können wir gleich gucken von den Ärzten, die jetzt hier von hier aus reinwandern ins Lager. Die werden dann noch blacklisten, logischerweise, dass die dann nicht mehr, weil ich denke, es werden einige Ärzte kommen, die der drüben nicht verarbeiten kann. Kohle haben wir, glaube ich, noch genug, ne? Ja, das sieht gut aus. Kohle haben wir jetzt genug, das passt. Okay, dann läuft das auf jeden Fall schon mal. Mehr Koks brauche ich auch nicht mehr. Können wir uns klemmen. Also müssen wir hier, wir müssen draußen warten hier auf die Diamanten und so weiter, denn da kommen wir aktuell an der Stelle nicht weiter. Und das ist auch nicht wichtig, weil das ist nur für die Quest, mehr ist es nicht. Hier geht's weiter. Wir wollen jetzt mal in die Honig-Dimension. Oder wollen wir mal noch nicht direkt in die Bumble-Zone, sondern eher in die Dingsby? Muss ich ernsthaft durch die Bienengeschichte durch? Ich wollte es eigentlich vermeiden mit den Bienen. Ich schieb's mir noch ein bisschen raus. Wir machen uns mal den Blank Portal Key und gehen mal in die neuen Dimensions. In die Dungeons. Denn das kenne ich noch gar nicht. Die sind für mich komplett neu. Okay, das ist relativ einfach. Brutal. Voll brutal. So, den Blank Portal Key machen wir mit einem Nametag und den Kollegen. Shift Right Click in an Empty Key on an Empty End Portal Frame. Shift Right Click in an Empty Key on an Empty End Portal Frame. Okay, wir brauchen also ein End Portal. Ich brauche ein End-Portal-Frame. Und darauf kann ich dann den Dings ansetzen. Aber es muss ein leerer sein, okay. Habe ich Chromatik-Compound schon? Habe ich nicht, ne? Sollte ich aber, oder? Fluid-to-Item-Recipe. Oh! Okay, wir können es entweder mixen. 3 Glowstone, 3 Powdered, 1 Polished. Brauche aber auch Blaze Cake. Oder wir nehmen doppelte Menge und hauen es aber ins Wasser. Ich denke, wir nehmen doppelte Menge und hauen es ins Wasser, oder? Kein Bock auf diese ganzen Blaze Cake-Geschichte.
Den Rosequarz kriege ich auch hin. Okay. Los geht's, Mädels. Endlich wieder Autocraften. Gott sei Dank. Ich hab schon ein bisschen Panik gehabt hier. Das nie wieder, ne? Das wird ja nur noch in diesem Dungeon, in dem Twilight Forest festhängen. So, habe ich denn das Quarz schon? Ich glaube nicht, ne? Ich hab's fertig, aber nicht als Rezept. Okay, dann los. Der Rosenquarz. Rosequarz. Wird gemacht aus Ditte. Oder Ditte. Ja, dann mal Ditte, wa? Das geht dann in den Induction-Schmelter. Den habe ich ja schon da. Irgendwo gehabt, gesehen. Induktionsschmelter, da ist er. Haust rein. Fertig. Rosenquarz. Dann muss der poliert werden oder man wirft ihn in das Eroding Water. Hier machen wir wieder einen ganzen Stack. Das heißt, wir hauen einen ganzen Stack Rosenquarz raus und kriegen dann 32 von den Jungs wieder. Das ist einfacher. Also, Dingens machen wir so. Flüssigkeiten brauchen wir keine, aber wir wollen hier einen Stack haben und kriegen dafür einen halben Stack wieder. So, zack. Und das geht jetzt in den Dropper für das Weak Eroding Water. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Wir sind ja noch nicht fertig. Wir wollen ja das Chromatic Compound haben. Das Dingens. Und dann haben wir dieses Rezept. Jetzt, okay, wie kriege ich das denn? 12, 24, 12, 6, 12, 24, 48. Wären 4. Äh, 54, 5. 6x6, 6, ne? Nee. 36. 8x6, 64. Nee, 64 wäre. Also 64 kriegen wir gar nicht hin. 66 wären 11. Also 10, ne? Wir kriegen 10 hin, dann können wir 60 nehmen. Dann machen wir es einfach. Also 60 von den Jungs. 60 Powdered Obsidian. Und 20 Rosenquarz polierter. Wird dann zu 10x Chromatic Compound. Bam. Das Obsidian, habe ich das schon gerübelt? Bin mir gerade nicht unsicher. Ich kann Obsidian Staub machen. Find Obsidian Dust. Geht denn auch Powdered Obsidian oder muss es das Ding? Es muss Powdered Obsidian sein. Nee, es geht auch Obsidian Dust von Mechanism, okay. Dann machen wir das nämlich so. Machen wir gerade mal 10x Obsidian-Staub, bitte. Danke. So. Und dann 60x Obsidian-Staub. Da. Fuck. Warte mal. Warte. Jetzt wird's ja geil. Moment. Also, wir haben hier den Obsidian-Staub. Zack. Set. Und wir können hier als Alternativen eintragen den das Powdered Obsidian von. Oh, kann ich das gar nicht. Ah, hier. Da. Die beiden. Alles klar. Dann kann er das entsprechend speichern. Sehr schön. Okay. Übrigens, auch ohne Optifine läuft es für mich jetzt gerade sehr stabil mit der Grafik. Mit auch trotz der vielen gechiselten Geschichten. Das heißt, ich lasse es einfach aus. Dann habe ich nämlich auch hier wieder die Bilder. So, das hier ist das. Ach, du arbeitest ja immer noch, wa? Wie sieht es denn aus hier gerade? 142. Ah ja, das arbeitet nur, wenn ich online bin. Das geht also noch. Oder ist es hier. Nö, das passt.
Alles gut. So, hier haben wir das Endwasser. Da geht das hier rein. Und wir brauchen das Weak Eroding Water. Das haben wir hier vorne. Da gehst nämlich du rein. Und wenn ich dem System sage, ich hätte bitte gerne einen Chromatic Compound, dann kriege ich bitte auch einen Chromatic Compound. Ah, scheiße. Mann! Hab ich wieder vergessen mit der Dinge, ne? Mit der Flüssigkeit und so, ne? Hatte ich wieder vergessen, dass das mit der Flüssigkeit nicht geht. Ach, Menno. Keine Flüssigkeit. Jetzt. Danke. Los geht's. Autostep ist übrigens scheiße an der Tür, weil ich habe da ja ein bisschen gechiselt und dadurch will der automatisch beim Autostep dann die Kante hochgehen von der Tür. Leicht nicht ganz so gut. Jetzt. Ich hätte bitte gerne einmal Chromatic Compound. Ist das möglich? Genau. So, er hat den Obsidian-Shop da, er hat den Shop da, er hat das da. Das heißt, es geht direkt los. Sollte direkt losgehen. Warte. Habe ich den falsch eingestellt? Das ist der zweite von hier. Nee, der ist schon auf Blacklist. Nee. Ja. Wäre weitest eventuell besser? Nee, ne? Ah, ja, passt schon. Wir blacklisten einfach alles. Also. Wo ist eigentlich das hier? Was habe ich damit gemacht? Mit den Shiny Diamond gemacht? Ah ja, damit habe ich den Shining draus gemacht. Okay. Okay, wir machen es aber mit Blacklisten. Den nicht. Dit nicht. Dit nicht. Und auch. Dit nicht. Why are you no active? Was ist da los? Wait, wo ist denn der Netzwerkblock? Da. Habe ich den umgesetzt und vergessen? Aber ich konnte doch die Rezepte auswählen. Was? Weil ich doof bin. Also, der Input kommt, ist genau andersrum. Er gibt nach, warte mal, wo ist gerade nach Westen? Westen gibt den Strom hier rein. Und hier dann raus in den Buffer. Warte mal, nee. Das war schon richtig, der hat noch nicht genug Ethylen. Warum nicht? Wo ist mein... Wieso presst ihr nicht? Warte mal. Was ist da los?
Der hat keinen Strom mehr. Warum hat er keinen Strom mehr? Okay, wait. Die Batterie hat jetzt keinen Strom mehr. Weil nichts mehr reinkommt über den Gasbrennergenerator. Wo geht denn der Strom von dem Gasbrennergenerator gerade hin? Oder was frisst dann da gerade so viel Power? Warte mal, das ist der Output nach Dings. Osten. Wir schalten mal Osten ab. Jetzt füllt er sich auch wieder. Aber er gibt hier oben keinen Strom rein. Wieso gibt es hier oben keinen Strom rein, Herr Kollege? Ach, lass mich raten, man muss den hier wieder umschalten, oder? Man muss den da bestimmt wieder umschalten. Ach ja. Ein Traum ist es. So, okay. Jetzt kommt hier wieder das Ethylen rein. Jetzt, jetzt klappt das auch wieder mit dem Nachbarn hier. Okay. Du darfst wieder Strom kriegen. So. Zieht nicht so viel Strom raus, dass der... Ah, das gibt's doch gar nicht. Der zieht so viel Strom ab, dass es dann nicht mehr reicht für nichts. Weil die Burnrate gerade noch zu gering ist. Und ich produziere bereits 8000 R pro Tick. Und das reicht nicht. Das ist leer. Okay. Ja, meine Sachen sind, glaube ich, ein bisschen. Warte mal, ich soll vielleicht mal erstmal das hier. Ist ja sogar schon aus. Nee. Doch. Damit sollte einer der größten Stromfresser schon mal wieder versorgt sein. Das war einer der größten Stromfresser, der Hebel oben. Es zieht immer noch ordentlich gerade mit 1000 R pro Tick, aber nicht mehr ganz so schlimm wie vorher. Aktuell haben wir jetzt eine Rate von 10.000 R pro Tick. Okay. Hier kommen wir schon wieder ein bisschen. Der hier muss schneller werden. Der würde ja reichen. Wie soll ich da noch einen Dings zwischenpacken? Noch ein Rohr zwischenpacken, eventuell. Aber wenn ich nicht doof bin, dann passiert ja auch nichts mit damit. Dann bleibt es ja stabil. Vielleicht einen. Man könnte eventuell mit dem Ethylentank arbeiten nochmal. Aber auch der ist im Grunde dasselbe wie grün nur. Aber ich glaube. Ja, fast. Hätte fast gereicht. Für einen Moment. Für einen Moment war es genug. Holy shit. Okay. Wir haben geschlafen. Achso, und jetzt füllt sich hier die Batterie gerade, ne? Ja. Alter, und wie er die leer lutscht hier. Als gäbe es da keinen Morgen mehr.
So, was ist, weil ich komplett abgelenkt, was ich machen wollte. Genau. Ich wollte hier eigentlich die Sachen machen. Habe ich jetzt mal Chromatic Compound schon gemacht? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Atos? Okay. Komm, drück mal. Okay. Noch drückt das hier ohne Ende. 14.000 Apothek jetzt, ne? Und ich glaube, wir sind wieder stabil. Wir sind wieder stabil, wir sind wieder dabei. Da sind wir dabei. Das ist prima. Ja, sehr schön. Also, Chromatic Compound. Habe ich es jetzt schon? Habe ich es oder habe ich nicht? Chromatisches Compound habe ich nicht. Woran liegt's? Ich habe es gar nicht jetzt gestartet. Daran liegt's. So, nochmal. Chromatischer Compound. Hätte ich bitte gerne einen. Danke. Er macht dann 10. Da haben wir alles da. Los geht's. Und es passiert nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Warum nicht? Vio nur Transform. Machine doesn't accept item. Oh. Weil das mehr als eins ist? Nee. Bitte eigentlich kann. Hä? Welche Maschine doesn't accept das Item? Geht da immer nur ein Item rein, oder was? Das wär ja richtig Blödsinn. Kommt er dann durcheinander, wenn es mehr als eins ist? Er schnallt wohl nicht, dass es immer nur ein Item da rein muss. Nacheinander. Sonst keine Rezepte, die immer nur eins brauchen? Ja, es waren sonst immer einfache Rezepte, ne? Da ging das alles noch. Okay. Ach, Mann. Okay, dann müssen wir den nach oben drehen jetzt. Ist jetzt natürlich dann extrem hässlich. Ja, müssen wir den nach oben drehen. Kiste drauf und dann mit der Kiste mit dem Itemkabel umleiten dann. Ist nicht schön. Ist ganz und gar nicht schön, aber es ist nicht anders machbar an der Stelle. Macht gegebenenfalls mal eine komplette Deko zunichte. Eventuell überlege ich mir da noch was. Aber aktuell ist es die einzige Option. So. Dann da eine Kiste drauf und dann mit Item Pipes arbeiten. Einfaches Itemkabel reicht ja aus von Cyclic. Dann machen wir da jetzt die Quate rein. Und fertig. So. Quate drauf. Das Ding dran. Krieg ich das damit hin? Nee. Dazu braucht es dann jetzt das Morphing Tool.
So. Okay. Und jetzt hätte ich bitte gerne chromatischen Compound. Ist das möglich? Ist das durchführbar? Hier gibt es unseren Strom, wenn ich das einschalte. Oh, gut. Dann los. Es wird vermutlich jetzt gleich, sehe ich schon kommen, der Magnet mir dazwischen funken. Ich schalte deshalb sicherheitshalber gleich mal aus. Magnet aus. So. Ich hätte bitte gerne chromatischen Compound. Jetzt bitte, danke. Wenn du mir jetzt wieder sagst, Maschine doesn't accept item, dann werde ich aber wahnsinnig. Die Maschine ist eine Kiste. Und die Kiste akzeptiert, was du ihr gibst. Ende. So. Passt, der ist richtig hingestellt. What? Ist gescheduled. Aber er tut nichts. Why? Wo ist denn der Obsidian-Staub? Hat er da irgendwelchen wilden Obsidian-Staub drin oder was? Warte mal. Wird gleich ein klein wenig fuchtelig. Aber nur so ein kleines bisschen. Weil die Scheiße hier nicht läuft. Was ist das? Kanzel. Bierstaub, Rosenquarz, Lostonstaub. Der fehlt jetzt richtig? Ach, Scheißendreck, Mann. Weil ich doof bin. Weil ich ein kleines Dovi bin, wa? Den Refeinstaub da reingemacht, ich Depp. Es gibt ja doch so 12 Millionen Sorten von die Scheiße. So, jetzt aber. Käbelchen dran. Und. Na, das sah schon mal gut aus. Das sah schon mal sehr gut aus. Danke. Vielen, vielen Dank. So. Dann haben wir unser Endportal-Frame. Das baue ich mal hier so hin. So, und jetzt soll ich mit dem Dingens da draufhauen, ne? Key of Inspiration and Bravery. Okay. What?
This gives you a key. Jetzt mach doch mal die Quest auf, bitte. Ach so, ich brauche den. Ach so, Moment, ich brauche den noch, ne? Ich brauche dieses Dungeon Frame. Okay. Okay, okay. Also es geht von beiden Seiten rein, die Quest. So ist es. Also ich brauche noch dieses Buch. Sollte ich mal das Buch gucken? Ich muss also hier dieses Portal-Frame bauen und kann dann den Key draufbauen, dann diesen Dimensional Dungeon Key und dann kann ich in die Dungeons rein. Okay. Das testen wir nächste Folge aus. Die Folge ist schon ein bisschen länger geworden hier. Wie üblich, wenn es dir gefallen hat, gerne subscriben, ohne nichts zu viel klicken. Gibt es mehr von mir, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.